Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, in denen du einfach nicht damit aufhören kannst, dir ständig Gedanken über eine ganz bestimmte Person in deinem Leben zu machen, die dir besonders wichtig ist. Und du merkst vor allem eine Sache, dass du dich in einem Kreislauf verfängst. Das heißt also, du merkst, dass du die ganze Zeit über diese Person nachdenkst. Und dadurch, dass du die ganze Zeit über diese Person nachdenkst, bist du nicht mehr derselbe wie vorher. Und dadurch, dass du nicht mehr derselbe wie vorher bist, gewinnt sie immer mehr Abstand zu dir. Und dadurch, dass sie immer mehr Abstand zu dir gewinnt, hast du noch mehr Gedanken. Und bist noch weniger du selbst. Und sie nimmt noch mehr Abstand. Und dadurch gibt es noch mehr Gedanken. Und du bist noch weniger du selbst. Und sie nimmt noch mehr Abstand. Und der Kreislauf geht immer weiter. Was also kannst du tun, um dieses Problem zu lösen und endlich wieder Anziehung aufzubauen? Sodass sie dich wieder interessant findet. Und du aufhörst, dir ständig Gedanken darüber zu machen, wo sie ist, was sie macht, warum sie es macht und was sie von dir denkt oder von dir hält. Und wie eure Beziehung gerade ist zueinander. Zuerst, bevor wir diese Frage beantworten, muss dir überhaupt klar sein, wie Denken funktioniert. Warum denken wir viel nach? Wozu ist dieser Apparat da? Wozu ist all das hier da? Zum Überleben. Das heißt also, dein Körper, deine Gedanken, deine Emotionen, all diese Dinge wollen einfach nur überleben. Wann willst du überleben? Wenn du in Gefahr bist. Das heißt, wenn du keine Gefahr hast, dann wirst du auch nicht allzu viel nachdenken müssen. Wirst nicht zu viel Emotionen haben müssen. Wirst nicht zu viel Stress im Körper haben müssen. Du wirst all diese Dinge nicht haben müssen. Du bist frei. Du bist locker. Bist entspannt. Aber wenn eine Gefahr in der Nähe ist, dann wirst du automatisch anfangen, sehr viel zu denken. Sehr viel zu denken. Und automatisch wirst du in einen negativen Strudel verfallen, weil es keine Lösung gibt. Weil wenn du in der Wildnis bist und dort ist ein Löwe und da ist eine Gefahr und du läufst von ihm weg, ist das Ding gelöst. Aber inzwischen ist alles so kompliziert geworden, dass es nie eine klare Lösung gibt und deswegen Tausende von unseren Gedanken einfach vollkommen unnötig sind. Das bedeutet also, wenn du dir Gedanken über Dinge machst, die du sowieso nicht kontrollieren kannst, werden sie sich nicht automatisch verändern. Wenn du darüber nachdenkst, warum hat sie nicht geschrieben, bringt es dir nichts, weil du das nicht kontrollieren kannst. Du kannst sie nicht kontrollieren. Wenn du dir die Frage stellst, warum ist sie rausgegangen, obwohl sie doch gesagt hat, dass sie nicht raus will und zu mir gesagt hat, dass sie keine Zeit verbringen will miteinander und ist trotzdem rausgegangen. Warum hat sie das getan? Oder wenn du dich fragst, warum hat sie sich mit dem getroffen oder mit ihm getroffen? Oder warum hat sie sich so benommen? Wenn du all diese Fragen stellst, wirst du keine Antwort darauf bekommen, sondern du fällst in einen negativen Kreislauf, weil dein Gehirn die ganze Zeit nach Antworten sucht. Und was denkst du, macht dein Gehirn dann? Wo sucht es? In Erinnerung. Und wenn es in Erinnerung sucht, hört es nicht auf, weil es ja keine Lösung gibt. Es gibt keine Lösung und es geht die ganze Zeit weiter, ohne Ende, ohne Ende. Das heißt also, du musst aufhören, eine Lösung für dieses Problem zu suchen. Aber das größte Problem ist, dass du es überhaupt zu einem Problem gemacht hast, das sie nicht zurückgeschrieben hat. Weil, wenn es keine Gefahr gibt, dann musst du ja auch nicht darüber nachdenken, oder? Das heißt also, du hast diese Frau und das, was sie getan hat, als Gefahr bewertet. Du hast das entschieden. Du hast gesagt, oh, wenn sie mir nicht zurückschreibt, ist das eine Gefahr für mich. Und was macht dein Gehirn? Oh, wir haben eine Gefahr. Wir müssen nachdenken. Lass uns eine Lösung dafür finden. Ah, warte mal, da gibt es gar keine Lösung. Warte, vielleicht müssen wir einfach nur noch mehr in die Erinnerung reingehen, in die Vergangenheit. Vielleicht müssen wir einfach unsere Erfahrungen aufwühlen. Und dann finden wir eine Lösung. Und was passiert in der Zeit? Du gehst immer weiter den Bach runter. Und was passiert in der Zeit? Sie gewinnt immer wieder mehr Abstand. Was passiert in der Zeit? Du verrätst dich immer mehr selbst, du verlierst dich immer mehr selbst. Und denkst immer mehr nach. Wenn du also herausfinden willst, wie du diese emotionale Abhängigkeit beenden kannst und wieder vollkommen du selbst bist, um wahre Anziehung aufzubauen und Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich zu deinen Werten passen, zu dir passen, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen von deiner Seite geben sollte, runter in die Kommentare damit. Nur das Beste von ganzem Herzen, Champ. Schön, dass du hier bist und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's fucking go. Wow, 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 thoughts.